Mit der zweiten Generation des 3008 springt auch Peugeot auf den SUV-Trend auf. Vor allem an der Front ist die neue Auflage zu erkennen. Aufrechter Kühlergrill und lange Haube sind klassische SUV-Merkmale. Dasselbe gilt für 22 cm Bodenfreiheit und Plastikbeplankungen. In einem Wort, schick. Das moderne Cockpit verfügt serienmäßig über digitale und frei konfigurierbare Instrumente. Diese sind etwas verspielter als beispielsweise bei VW, aber dennoch gut ablesbar. Der Innenraum wirkt mit Holzzieherleisten, Leder und Alcantara sehr hochwertig. Vorne stiehlt die breite, aber schicke Mittelkonsole etwas Platz. Der Fond geht für kurze Strecken, auch für Erwachsene, in Ordnung. Der Kofferraum ist mit bis zu fast 1500 Liter ordentlich, aber etwas kleiner als bei einigen Konkurrenten. Cool, der Elektro-Tretroller vom Schweizer Hersteller Micro für 1300 Franken. Der neue 3008 gefällt mit seinem Komfort auf Landstraßen. Manchmal ist er aber etwas zu weich abgestimmt und schaukelt für unseren Geschmack etwas zu sehr. Leider fehlt Allradantrieb. Auf Feldwegen soll's Peugeots Antriebsschlupfregelung richten. Frühestens 2019 in Kombination mit einem Plug-in-Hybrid soll es Allrad geben. Bis dahin gibt's zwei Benziner und drei Diesel, wovon der stärkste Turbodiesel mit 180 PS einen guten Eindruck macht. Alles in allem ist der 3008 eine schmucke und ab 27.000 Franken preiswerte Alternative unter all den kompakten SUV.